Willkommen zu einem neuen Video im Bereich der Mathematik. Ich bespreche heute das Thema Umwandlung von Flächenmaße mit Komma. Hierbei handelt es sich um ein Grundlagenvideo, also hier werden die Grundlagen erklärt. Ich werde dann noch ein weiteres Video mit zahlreichen Beispielen zu diesem Thema einstellen. Sollte dir dieses Video gefallen und hast du Lust darauf, mehr Videos zum Bereich Mathematik anzuschauen, dann kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Ich habe schon viele Videos zum Thema Mathematik eingestellt und täglich kommen neue dazu. Doch nun zum Thema Flächenmaße umwandeln. Wichtige Grundlage oder die wichtigste Grundlage ist überhaupt, die einzelnen Flächenmaße zu kennen. Und zwar ganz wichtig, der Größe nach geordnet. Wenn ich das nicht weiß, dann werde ich mit Umwandlung immer ein Problem haben. Das größte Umwandlungsmaß im Bereich der Flächenmaße, das sind Quadratkilometer. Ein Quadratkilometer, das ist eine Fläche von einer Kilometerlänge und einer Kilometerbreite. Und die Fläche von Ländern werden in Quadratkilometer angegeben. Die nächstkleinere Einheit, das ist Hektar, abgekürzt mit HA. Hier fällt das hoch 2, aufpassen, trotzdem ist es ein Flächenmaß. Und Hektar, Wälder werden zum Beispiel in Hektar angegeben. Man sagt zum Beispiel, er besitzt 8 Hektar Wald. Dann haben wir Ar. Ar ist die nächstkleinere Einheit. Auch hier fällt das hoch 2. Und in Ar gibt man zum Beispiel die Größe von Feldern oder Wiesen an. Dann haben wir Quadratmeter. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Wohnflächen oder die Größe einer Wohnung wird in Quadratmeter angegeben. Man sagt zum Beispiel, er hat eine 90 Quadratmeter große Wohnung. Dann haben wir Quadratdezimeter, Quadratzentimeter und die kleinste Einheit ist Quadratmillimeter. Das ist halt nur noch die Größe ungefähr von einem Punkt. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Jede einzelne Umwandlung, die wir hier haben, das habe ich hier unten auch angeführt, ist immer 100. Also ausgehend von der größten Einheit zur nächsten kleineren, ein Quadratkilometer entspricht genau 100 Hektar. Und dann ein Hektar wiederum hat 100 Ar. Ein Ar hat 100 Quadratmeter, ein Quadratmeter 100 Quadratdezimeter und so weiter und so fort. Ich habe hier gelb markiert, die Umwandlung Hektar in Ar. Und das erspart uns einiges, weil wir von vornherein wissen, die Umwandlung ist immer 100. Deshalb muss ich mir nur noch die Reihenfolge merken. Noch einmal, Quadratkilometer, Hektar, Ar, Quadratmeter, Quadratdezimeter, Quadratzentimeter und Quadratmillimeter. Ich empfehle, wer sich schwer tut und er hat Umwandlungen im Flächenmaßenbereich durchzuführen, dass er einfach noch einmal das oben aufschreibt. Dann kann ich unter der Berechnung immer nachschauen, was ist das größte und dann das nächst kleinere. Jetzt müssen wir aber hier schon aufpassen. Es gibt Ausnahmen hinsichtlich der Umwandlungen. Es kann nämlich sein, dass ich nicht von einer zur nächsten Fläche umwandle, sondern dass ich eine überspringe. Das habe ich hier grün eingezeichnet. Ich habe Quadratmeter und ich rechne jetzt Quadratzentimeter aus. Das heißt, ich überspringe Quadratdezimeter. Dann nehme ich die Stellen oder die Nullen einfach mit. Ein Quadratmeter hat 100 Quadratdezimeter, ein Dezimeter wiederum 100 Quadratzentimeter. Das macht insgesamt 4 Nullen oder entspricht 10.000. Dann kann ich sagen, ein Quadratmeter hat 10.000 Quadratzentimeter, 4 Stellen. Und ich möchte nicht, dass man das auswendig lernt, sondern dass man das begreift. Wenn ich eine Einheit überspringe, dann ist es einfach die Verdopplung der Nullen. Statt 2 Nullen habe ich dann 4, ganz egal, wo ich das mache. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, dass ich zum Beispiel 2 Einheiten überspringe. Wenn ich von Quadratkilometer eine Berechnung auf Quadratmeter durchzuführen habe, dann habe ich einmal 100 von Quadratkilometer auf Hektar, wiederum 100 von Hektar auf Ar und noch einmal 100 von Ar auf Quadratmeter, macht insgesamt 6 Nullen oder entspricht einer Million. Und dann kann ich sagen, ein Quadratkilometer entspricht einer Million Quadratmeter oder 6 Stellen. Die Nullen geben immer die Stellen an. Und jetzt kommen wir zum weiteren wichtigen Punkt. Wenn ich Umwandlungen richtig durchführen will, gibt es 2 Möglichkeiten. Ich wandle von der kleineren Einheit in die größere Einheit um oder dann von der größeren in die kleinere Einheit. Und das muss ich eben auch immer wissen und darum muss ich auch die Flächenmaße, die wir vorher durchgenommen haben, der Reihenfolge nach kennen, sonst weiß ich ja nicht, was ist die größere Einheit und was ist die kleinere Einheit. Wenn ich von der kleineren Einheit in die größere Einheit rechne, dann muss ich dividieren, in diesem Fall
im Normalfall durch 100. Oder ich rücke vom Komma ausgehend zwei Stellen nach links. Und wenn das Ganze zu theoretisch ist, gleich ein Beispiel hierzu. Ich habe umzuwandeln 124,5 Hektar in Quadratkilometer. Ich weiß, dass Hektar kleiner ist wie Quadratkilometer, also rechne ich von der kleineren Einheit in die größere Einheit. Ich dividiere 124,5 Hektar durch 100 und erhalte 1,245 Quadratkilometer. Und wenn ich das Ganze mit Komma mache, dann habe ich 124,5, zwei Stellen nach links, das habe ich hier gelb markiert. Hier ist das Komma, ich gehe zwei Stellen nach links oder zwei Stellen nach vor und dann habe ich auch das Ergebnis, 1,245. Die Anzahl der Nullen gibt mir immer an, um wie viele Stellen ich vorrücken muss. Also wenn ich durch 100 dividiere, sind das immer zwei Stellen, die ich vorrücke. Und die andere Möglichkeit, die ich habe, ich wandle von der größeren Einheit in die kleinere Einheit um. Hier muss ich mal 100 rechnen oder mit dem Komma zwei Stellen nach rechts rücken. Auch hierzu gleich ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Hier habe ich 0,742 Quadratkilometer, das wandle ich in Hektar um. Ich rechne also von der größeren Einheit in die kleinere Einheit. 0,742 Quadratkilometer multipliziere ich jetzt mit 100 und erhalte 74,2. Oder wenn ich das wieder mit Komma mache, ich rücke mit dem Komma zwei Stellen nach rechts, auch hier wieder farbig markiert. Hier ist das alte Komma, zwei Stellen nach rechts, dann habe ich als Ergebnis 74,2 Hektar. Das war ein Video über die Grundlagen von Flächenmaße. Zusammengefasst habe ich zwei wichtige Punkte zu berücksichtigen. Zuerst muss ich wissen, was ist die größte Einheit und wie sind die Einheiten von der Größe nach von größten zur kleinsten Einheit geordnet. Quadratkilometer, Hektar, Ar, Quadratmeter, Quadratdezimeter, Quadratzentimeter und Quadratmillimeter. Und dann habe ich als zweite wichtige Entscheidung zu treffen, rechne ich von der kleineren Einheit in die größere, dann muss ich dividieren oder mit dem Komma um zwei Stellen nach links rücken bei einer normalen Umwandlung. Oder wenn ich von der größeren Einheit in die kleinere Einheit rechne, muss ich mal 100 rechnen oder mit dem Komma zwei Stellen nach rechts rücken. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Bis bald hier wieder auf diesem Kanal.